Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Wir sind das zweite Mal beim Alex und heute machen wir wie angekündigt Carpaccio. Lecker! Ich liebe ja Carpaccio, ne? Ich auch. Dünn aufgeschnittenes Rindvieh. Das Fleisch habe ich frisch von meinem Metzger geholt. Der hat mir das, wie ich das wollte, vom Rinderfilet schön in feine Scheiben runtergeschnitten. Und ich habe mir in dieser Zeit die Hände gewaschen, wie sich dazu gehört. Erzähle ich viel zu selten wieder in unseren Folgen. So, dann nehmen wir das hier runter. Erzähl mal weiter, was du mit dem Fleisch gemacht hast. Gestern schon bestellt. Quasi gestern war das Tier auch noch auf der Weide. Heute Morgen frisch geschlachtet und der Metzger hat das Filetstück übernommen. In Scheiben runtergeschnitten. Er erzählt ja noch mehr Quatsch als ich. Ja, Rindvieh haben wir verteilt, wie ich finde, sehr gerecht. Sieht schon sehr lecker aus. Eigentlich könnten wir das schon so essen. So, die Italiener sind ja verrückt. Ne? Weil, wie ihr schon mal gesehen habt, machen die alles in ihren Landesfarben. Tomate Mozzarella mit Basilikum. Pizza Margherita. Pizza Margherita. Carpaccio. Rot. Grün. Jetzt war das schön, hier so das Rucola-Gedöns in die Mitte. Guck mal, da hat das noch schön geklappt. Was ihr nicht gesehen habt, ich habe von dem Rucola unten den Strunk einfach abgeschnitten, weil die Stiele will kein Mensch essen. Hübsch. So, Weiß kommt gleich auch. Jetzt kommt aber erst Olivenöl. Ja. Das ist das Gute. Ein Hauch von Olivenöl, darauf soll ich dir das Ding mal wegnehmen. Achtet vor allem beim Olivenöl kaufen drauf, dass da extra Vergine drauf steht, weil sonst könnt ihr das einfach in die Tonne kloppen und ist nicht lecker. Zum Braten geht es vielleicht noch, aber nicht zum Rohessen. So, dieser Balsamico hier, ich stelle ihn hin, Stefan, den hat der Alex mitgebracht. Schön. Ich habe den Balsamico-Essig aus meiner letzten Italienreise mitgebracht, aus der Toskana. Und dieser Balsamico-Essig, der ist 12 Jahre alt gereift. Der ist ja fast volljährig. Ist der denn überhaupt noch gut? Der wird von Jahr zu Jahr besser. Selbst wenn man den jetzt noch in der Flasche lagern würde, der wird nicht schlecht, der wird immer besser. Und so ein kleines Fläschchen kostet dann direkt mal 20 Euro. Und ich habe gehört, das ist noch nicht der teuerste, den du mitgebracht hast. Nee, ich habe noch einen teureren. Der steht hier drüben bei mir im Regal. Der ist auch von der Familie Giusti. Und alleine diese Flasche kostet 50 Euro. Oh, lecker! Haha, zu spät. Jetzt habt ihr nicht gesehen, wie ich mir die Finger ablecke. Danke. Jetzt kommt Weiß. Was denn? Hör mal, ich kann doch mit kleinen Dingen umgehen. Das geht schon, danke. Ist auch noch kein Wort. Sagen. So. So, der Alex hat da so eine Mörderraspel. Wie halte ich die denn am besten so? Ne? Ja, schön lang drüber ziehen, weil dann werden die Späne auch lang und dann sieht das auch gut aus hinterher. Und wenn ihr da einfach so drüber reibt, dann werden die kurz und dann sieht das doof aus. Aus gegebenem Anlass, weil mein Vater hat das heute Mittag gemacht. Und da bin ich ihm mit dem alten Bundeswehrspruch gekommen. Messer, Säge, Schwanz, stets benutze ganz. Gilt übrigens auch für Reiben. Guck, da kannst du sogar in beide Richtungen reiben, wie ich meine. Ja, das ist eine, die kannst du beide Richtungen. Schöne, lange Hobel und frischer Parmesan ist einfach das Geilste, was man haben kann.
Um das Ganze zum Abschluss zu bringen, kommt jetzt noch einer meiner Lieblingsgeschmacksverstärker drauf. Natürlich Pfeffer. Carpaccio. Essen wir jetzt als Vorspeise und zum Hauptgang sehen wir uns nächste Woche wieder. Schaltet auch wieder in der nächsten Woche ein, wenn es wieder heißt, der Ständer kocht dein Lieblingsessen. Ich hab los. Oh, warte, ich hab noch. Ein Arsch für Soße, oder? Ja, genau. Oh, jetzt geht's. Bitte? Du musst für alle Portionen noch machen. Ja. Du hast doch dann noch 800 echt? Kilo. Ja, okay. So, dieser Balsamico hier. Ich stelle ihn hin, Stefan. Den hat der Alex mitgebracht. Und während ich den hier drauf verteile, erzählt der Alex euch, was dann wartet sich damit auf hat. Erzählt der Alex euch, was es damit warum hat. Also, nutzt die ganz. Ich weiß, was man mit dem Käse auch machen kann. Aspirieren! Du hast mein Ding kaputt gemacht. Hier. 19 Ding kaputt gemacht. Wie geht das da raus? So. Auch hilft sich das. Fang an zu reden. Okay. Wir machen hier den Akkus gleich leer. Der eine zittert, der andere hat keinen Akku mehr.